Wir haben bei Medostron einen Teilchenbeschleuniger, den kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man sehr kleine Teilchen hat und die laufen im Kreis, ähnlich wie in einer Zentrifuge. Und dabei werden sie immer schneller und schneller. Und zum einen wollen wir diesen Teilchenbeschleuniger verbessern, weiterentwickeln, sodass der noch besser funktioniert. Und auf der anderen Seite wollen wir diese schnellen Teilchen, die dann aus diesem Teilchenbeschleuniger rauskommen, dazu verwenden, um Untersuchungen durchzuführen. Zum einen an Zellen zum Beispiel oder aber auch an Geräten oder Elektronik oder Detektoren, um so diesen Bereich zu verbessern.